So, Leute, in der letzten Folge haben wir den Genocide-Mode auf unserer Art beendet. Dann geben wir dem Spiel das Happy End, das sich verdient. Hier hat auch die schöne Musik. Hä? Wo sind wir? Oh, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt. So. Da, hier sind sie alle versammelt. Lesen wir uns erstmal deren Dialoge durch. Die sind mehr oder minder witzig. Hallo, Fris. Alphys hat mein Handy geupgradet. Ich habe eine Menge Spaß mit dem SMS-Schreiben. Sans, check das hier mal out. Oh, Junge, Tori. Das ist brutal. Ich kann nicht glauben, dass die Königin zurückgekommen ist. Und dass sie ein großer Idiot ist. Also, ihr beiden seid zwei Schritte voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch gegenseitig zu? Keine Sorge, Papyrus. Wir schreiben für einen guten Grund. Weshalb? Nun, weil wir Großidioten sind. Sans, bitte sag das nicht. Du bist kein Idiot. Du bist wie ein Bonehead. Ja, muss dafür jetzt das englische Wort können. Das würde auch so viel bedeuten wie Idiot, Flachnase, Torfkopf, ja, Bonehead halt, ist ein Wortspiel. Wow! Ja, diese Wortspiele sind sogar noch unwitziger, wenn sie von ihr kommen. Und wieso lächelst du dann? Es ist eine Schande zu lächeln. Oh, sorry Leute, mein Hals gerade. Ich muss gerade was trinken. Boah, ich glaube, das Let's Play hat bis jetzt so zur Hälfte aus Wasser gestanden, da ich getrunken habe. Doch, ich soll es ja nicht auf Schrauben stellen, die locker herumstehen. Das könnte das Haus zum Einstürzen bringen. Frisk, Tori hat mir erzählt, wie sie für dich Butterscotch, Karamellkuchen gemacht hat. Oh, ich sollte es irgendwann für jeden backen. Oh. Oh, das klingt nicht wirklich gut. Oh, das hört sich wirklich gut an. Kochen? Kann ich helfen? Warte eine Sekunde. Kann ich auch helfen? Ja, okay. Mehrere Probleme. Ich habe die Stimmen vergessen, wie sie waren. Und ich habe Probleme zu machen. Natürlich. Es würde sehr viel Spaß machen, zusammen zu kochen. Bei einem zweiten Gedanken werde ich lieber doch Pizza bestellen. Von ihr kommt man übrigens auch einen Anruf empfangen. Sie hat sich nämlich da einmal verwählt im Snowden Forest. Da, wo sie Pizza bestellt, haben wir aber irgendwie nicht bekommen. Ich glaube, muss das mit der Funvalue machen. Und das habe ich da vergessen. Sorry, Leute. Also, Asgore. Wie wär's, wenn du mich zu einem Mitglied der Royalen Garde machst? Nun, Papyrus. Nun, wo der Krieg zu Ende ist, brauchen wir vielleicht keine königliche Wache mehr. Was? Dann was war denn der Grund für die Aufgabe des Menschen? Sie haben so weit gereist. Und ich bin immer noch nicht ein Mitglied der Royalen Garde. Um ehrlich zu sein, das hier ist das schlimmstmögliche Ende. Oh, Papyrus, tut mir leid. So, Alphys. Nee. So, Alphys, was machst du jetzt, wo wir alle frei sind? Wir haben jetzt eine ganze Welt zu erkunden. Natürlich werde ich rausgehen und... Nein, ich sollte ehrlich sein. Ich werde drinbleiben und Animes gucken wie ein totaler Loser. Das ist der Geist. Jeder. Eine Feier zum Loser sein. Hä? Papyrus hat schon die richtige Idee. Gegen Frisk zu verlieren ist die beste Sache, die mir je passiert ist. Ich krieg die Stimme nicht hin, sorry. Also, ich bin glücklich, dass wir... Hä, was ist das, Asgore? Was für eine... Was sind Animes? Oh mein Gott! Frisk, bitte! Helf mir zu erklären, was Anime ist. Siehst du, es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern, mit Pistolen, mit Schwertern natürlich. Ansonsten wäre es ja kein Anime.
Also... Falschstimme. Also... Ist das wie ein Cartoon? Nur mit Schwertern? Gott! Das hört sich super an! Wo gibt es das? Wo kann ich den Anime sehen? Warte. Ich denke, ich habe ein paar auf meinem Handy. Hier, guck da drauf. Das ist der falsche. Vergiss es. Oh Gott. Waren diese beiden Roboter... Küssen? Junge. Junge. Technologie ist bestimmt super, oder? Ich krieg die Stimme nicht hin, sorry. Ja, natürlich ist es das. Na, Alphys, was hast du denn da für Videos? Psst, Frisk. Du musst es mir sagen. Denkst du, dass Esco und Turiel jemals wieder zusammenkommen werden? Nö, total verloren. Ja, das ist es auch, was ich dachte. Eine Frau kann sich nicht sträuben, richtig? Und Fanfiction schreiben, ihr neuer Lieblingsship. Eine Menge Fanfictions. Warte, können wir jetzt auch das... Beim zweiten Gedanken, ich werde sicherlich keine Fanfiction schreiben über echte Personen. Ich meine... Ist das echte Leben nicht schließlich die schönste Fanfiction? Sagt niemand, dass ich das gesagt habe. Ich werde es online posten. Oh. Howdy Frisk. Falschstimme, Howdy Frisk. Sorry, dass ich fast versucht habe, eine Seele zu nehmen. Ich fühle mich ein wenig schlecht darüber. Ich habe gehofft, ich hoffe, wir können trotzdem noch Kumpels sein. Hey, keine Sorge darüber, Esco. Ich denke, jeder hat versucht, Frisk mindestens einmal zu töten. Oh, ich sehe. Also, wenn das so ist. Tut es mir nicht leid, Frisk. Esco, das ist nicht, was ich meinte. Ja gut, wenn es nicht leid tut, warte, können wir die nochmal ansprechen, weil die Elfis hat ja vorhin auch was anderes gesagt. Frisk, fühl dich nicht ausgelassen. Oh Gott, ich hab dir auch SMS'en geschrieben. Du hast immer noch meine Telefonnummer nach all dieser Zeit. Nein? Hä? Toriels Phone. Dir ist aufgefallen, dass du einen Text von Toriel bekommen hast? Liebe Frisk, Sans und Alphys bringen mir nun bei, wie man Texte schreibt. Ich lerne so viel. Zum Beispiel... Wusstest du, was ein Smiley ist? Bitte, guck hier drauf. Nun dreh deinen Kopf nach links. Es wird ein Bild von mir sein, wie ich auf dich lächle. Kannst du es sehen? LOL. Da steht für eine Menge an Gelächter. Toriel. Das ist alles Witz. Vielleicht im nächsten Raum wirst du eine andere... Das müssen wir nachher auch noch ausprobieren, oh Gott. Sorry, ich habe keine Zeit zu sprechen, Frisk. Ich sollte jetzt gerade eigentlich arbeiten. Aber du bist nicht mal am Arbeiten. Ich weiß. Und das ist es, was all meine Konzentration nimmt. Es sieht aus, als hättest du wirklich deine Aufgabe geschafft, Frisk. Aber ich, der große Papyrus, werde immer dein Freund sein. Egal wie sehr du versuchst, ihn loszuwerden. Hey! Das ist wahr! Hey, Elfes! Elfes! Denkst du, wir können das nächste Mal irgendeinen Shonen gucken? Oh, und dann irgendetwas mit Prinzessinnen! Oder kämpfende Prinzessinnen! Ich gucke nach, ob ich damit irgendwas machen kann, Andein. Yay! Da, die hatten wir ja schon. Frisk, mir ist einfach gerade auf... Nee, wir brauchen jetzt eine festgesetzte Stimme für ihn. So. Frisk, mir ist Das ist nicht die Stimme. Frisk, mir ist aufgefallen, nun, dass wir uns nicht wieder gegenseitig bekämpfen, kann ich dich endlich fragen, möchtest du etwas Tee mit mir trinken? Möchtest du Tee trinken? Nee, mit dir nicht. Oh, okay.
Frisk, stopp! Du brichst dein großes, fettes Herz! Es ist okay, Anlein. Mein Herz ist schon längst gebrochen. Oh. Esko, hör auf! Du brichst gerade mein großes, fettes Herz! Ja, Esko, brech nicht an dein Herz. Das ist mein Job. Oh mein Gott, du kommst zurück in den Mülleimer! Kann ich auch in den Mülleimer gehen? Das lohnt sich ja so sehr, mit den Charakteren mehrmals zu reden. Natürlich, Papyrus. Ich denke, ich muss dann auch in den Mülleimer. Oh, vielleicht kann ich auch mitkommen. Okay. Bin ich auch in den Mülleimer eingeladen? Natürlich, warum nicht? Vielleicht beim zweiten Mal drüber nachdenken, solltest du mich in den Mülleimer tun. Oh. Okay, das hat jetzt lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Oh mein Gott! Kommt, jetzt bin ich gespannt, kommt noch was. Frisk, wie wär's, wenn du dich nochmal umschaust, bevor wir alle gehen? Zu sehen, wie viele gute Freunde hier gemacht hast. Ich bin schon fast sicher, dass du noch mehr gemacht haben musst. Warte, haben die jetzt... Okay. Und jetzt noch einmal einfach nur hier für den Hans und Sam Moment. Ne, schade, nichts mehr. Der hat auch keinen anderen Text. Frisk, warum gehst du nicht nochmal herum und redest eine Runde mit den anderen? Frisk, wieso fliegst du nicht? Das ist schneller. Ja, Frisk, warum fliegst du nicht? Herumfliegen hört sich ein wenig gefährlich an. Aber der kann nicht fliegen. Nicht mit... nicht mit dieser schlechten Einstellung. Läuft. Nochmal. Okay. Frisk, geh etwas wandern. Das ist gut für deine Knochen. Okay. Der sagt jetzt nichts anderes mehr. Boah, wie viele Dialoge hier drin sind. Hey, Frisk. Warum gehst du nicht zu und sagst Hallo zu Snapstep Luke? Oh, sag denen auch, dass ich Hi gesagt habe. Okay. Auch kein neuer Dialog mehr von dir. Ich bin sehr gespannt auf das menschliche Internet. Ich wette, sie haben eine Menge Sachen, die an deinen und ich gucken können. Wartet, wartet, wartet. Heißt das, dass Undyne und Elvis sich die ganze Zeit Animes angeguckt haben, die von Monstern gemacht wurden? Das ist auch interessant. Oh Mann! Boah, die werden sicherlich eine Menge Spaß haben mit den Shonens. Wir werden Animes online gucken können. Natürlich, Undyne. Für was hast du denn gedacht, würden wir sonst die ganze Zeit gekämpft haben? Ja, für was hast du... Ups. Ich krieg die Stimme nicht hin. Ich wusste, du würdest einen Scherz machen. Warte, Elvis. Ich habe nicht gewusst, dass du Sans kennst. Nun, ich... Tut das nicht jeder. Wer zur Hölle ist Sans? Was zur Hölle ist Sans? Nee, jetzt soll ich erst übersetzen können. Toriel! Ich krieg die Stimme nicht hin, sorry. Oh, Frisk. Wenn du gerade nicht beschäftigt bist, an schönen Tagen solltest du auch umgehen und eine gute Zeit haben. Das ist so ziemlich die schlimmste Anspielung am Pacifist auf den Genocide Mode, die ich bis jetzt miterlebt habe. Das ist wichtig. Sicher. So, und dann nochmal sie hier. Okay, ach so, hier, das können wir doch mal lesen. Hey, Frisk, warum gehst du nicht um Xamedaton? Er war hier für eine Weile, aber... Er hatte gesagt, er würde irgendwo hingehen müssen. Ja, und wohin, das finden wir in dieser Episode hoffentlich noch raus. Ja, kommt. 5 Minuten schaffen wir locker easy.
Wobei, wir werden uns jetzt den ganzen Untergrund von oben bis unten ansehen. Nee, komm, dann machen wir noch Metaten dieser Folge. Die Leute, die dann aussteigen wollen, können nächste und eventuell auch übernächste Folge einfach überspringen. Und dann werden wir uns diese Folge um Metaton kümmern. Und dann gucken wir uns an, was sich an den Dialogen der einzelnen Personen alles geändert hat. Das machen wir dann in der nächsten und eventuell auch übernächsten Folge, je nachdem, wie viel Zeit wir dann dafür brauchen. So, dann kümmern wir uns um Metaton, Leute. So, und dann haben wir dem Spiel auch schon fast das Happy End gegeben. Awesome! Ja. Oh, yes. Oh, yes. So, das passt. Jetzt sind wir auch in der Stimmung für Metaton. Habt ihr gesehen, Leute? Jetzt, nachdem ich diesen Sound gemacht habe, will ihn jeder sehen. Ich trinke kurz einen Schluck Wasser. Boah, das ist jetzt fast das Szenario vom Undying Fight. Ich habe jetzt gleich auch kein Wasser mehr. Unsere Wasservorräte sind auch schnell ausgepowert. Es bleibt nur... Kraneperger. So, dann. Ja, ich kann das ja auch rauscutten. Aber so kommen wir dann wenigstens auf 20 Minuten. Yay! Der Fahrstuhl funktioniert. Ach nee, der Fahrstuhl funktioniert schon, oder? Ich weiß es nicht. Na gut, egal. Dann haben wir auch genug Platz für die. Wir haben kaum Items drin. Ja, komm, die Tammy Armor können wir auch noch hier wegwerfen. Getropt! Oh, yes. So. Nein, wir nach oben. Wir brauchen hier nämlich etwas Wichtiges. Ja, wir können das noch kaufen. Okay, gut. Den Mystery Key. Okay, aber das war meine größte Sorge, dass wir das jetzt nicht mehr kaufen können, nachdem wir das jetzt Play abgeschlossen haben. Aber wir können es holen. So, dann. Jetzt. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an Sotlands mit dem dort abgeschlossenen Haus, das direkt neben dem von Napstep Luke war. War das gerade... War das an? Ich will da... Das war an und ich will das machen. Wartet, müssen wir auf die andere Seite, um das machen zu können. Wenn wir jetzt hier noch das Puzzle machen können, das würde ich so ungemein stark feiern, das glaubt ihr mir nicht. Was zur Hölle? Das nehmen wir einfach nochmal nächste Episode durch. Ach, wir können von dieser Seite... Ach ja, stimmt, wir wurden ja durch eine Falltür runtergelassen. Das heißt, wir müssen jetzt von der Seite runter, müssen auf die andere Seite, und wenn wir Glück haben, aktiviert sich das dann nochmal. Eventuell. Nur mal schauen. Aber ich würde es auf jeden Fall begrüßen, das mal versuchen zu können. Weil dieses Puzzle hier, das wollte ich, um ganz ehrlich zu sein, schon spielen, ganz am Anfang von dem Spiel beim Papyrus. Also zu schade, dass der Tobi das rausgenommen hat. Hurra! Wartet. Die Oberfläche wird so viele neue Freunde zu helfen haben. Ja, das hat er jedenfalls gesagt, aber aktivieren konnte das denn nicht. Das ist jetzt etwas traurig. So schwer zu programmieren wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht gewesen. Also das haben die schon bei Unitail hinbekommen. Als sie dort Spielengine nachgestellt haben, beim Earthless Neophytes, den ich hier nicht präsentieren werde, weil er viel zu hart für mich ist. Ich habe ja schon beim Sense regelrecht abgekackt. Ja, hat er das sogar noch innerhalb von einem Kampf reingemacht. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es für den Tobi jetzt eine zu große Herausforderung wäre. Ja, aber Hauptsache, das Game of Ball hat da reingetan. Mit 6 verschiedenen Möglichkeiten zu gewinnen und 6 verschiedenen Belohnungen. Tralala. Möchtest du mit meinem Boot fahren? In dem Boot fahren? Wohin gehen wir denn heute? Wir gehen nach Waterfall. Dann los geht's. Vielleicht bekommen wir jetzt auch mal endlich so gegen Ende des Let's Plays den Text von ihr, den ich schon seit dem Anfang, nee, seitdem wir sie das erste Mal gesehen haben, sehen wollten. Tralala. Du kannst nie genug Hot Dogs haben. Traurigerweise ist das nicht wahr. Ja, da gab's noch ein kleines Easter Egg bei dem Sans. Hab ich leider nicht gemacht. Da gab es das Easter Egg nämlich, dass man, wenn man das Inventar voll hatte und Hotdogs kauft, dass man sie dann auf den Kopf platziert bekam, weil sie nicht benutzen konnte und sie kostenlos waren. Und da konnte man sie bis zu 30 Stück hochstecken. Das war extrem witzig und das habe ich leider verpasst. Es tut mir leid, Leute. Es tut... Oh Gott. Das hostet aber auch kein Happy End. Ja, gut, das Feuer aber. Das Feuer ist nicht überhaupt dachlos. Das Feuer hat jetzt irgendeinen Ort zu leben. Das ist ja ein Roboter.
Igitt. Ja gut, darum kümmern wir uns aber nächste Episode. Wir gehen jetzt erstmal rein. Es ist abgeschlossen! Nicht mehr lange, Kollege. Du hast den mysteriösen Schlüssel benutzt. Die Tür des Roten Hauses ist jetzt offen. Der Schlüssel ist verschwunden. Oh, yes. So. Ah. Liebes Tagebuch. Cheyons Schwester ist letztens runtergefallen. Wie traurig, ohne ihre Schwester für sie zu reden. Wurde sie noch verschlossener als sonst immer. Ich hab mal versucht, sie zu erreichen und hab ihr gesagt, dass sie, Bluki, und ich alle mal irgendwann zusammen irgendwas was performen sollen. Sie schien die Idee gemocht zu haben. Also selbst der Bluk und hier, ach nee. Ihr wisst es schon an der Stimme, ja, das Metaton. Haben wir auch später noch an den Tagebüchern. Ja, die wollten zusammen hier wirklich mal eine Band oder sowas in der Art gründen. Keine Ahnung. Liebes Tagebuch, ich möchte ab jetzt für jeden Eintrag, den ich mache, ein neues Tagebuch kaufen. Ich liebe es, Tagebücher zu sammeln. Verstehe ich, absolut, Metaton. Liebes Tagebuch, unsere Cousine hat die Farm verlassen, um ein Trainingsdummy zu werden. Also haben wir mit der wahrscheinlich schon Bekanntschaft gemacht. Entweder ist es der Mad Dummy oder ist der Dummy in den Ruinen. Somit bleiben nur noch Bluki und ich übrig. Und Bluki hat mich auch gefragt, wann ich körperlich werden möchte. Das hat so resigniert, keine Ahnung, resigniert geklungen. Keine Ahnung, was bedeutet. Komm schon, Bluki. Du weißt doch, ich würde dich niemals zurücklassen. Und nebenbei, ich würde niemals die Art von Körper finden, nach der ich suche. Oh. Mein liebstes Tagebuch. Ich habe heute jemand Interessanten getroffen. Letzte Woche hab ich Werbung gepostet für meinen menschlichen Fanclub. Heute war unser erstes Treffen. Aber nur eine andere Person kam. Oh, du tust mir leid. Aber gut, deine Nachrichten schaut ja auch nur viel Zuschauer. Um ehrlich zu sein, sie ist ein Idiot. Und sie ist besessen von schlimmen Cartoons. Wir wissen schon ganz genau, wer es ist. Aber sie ist auch irgendwie ein bisschen witzig. Ich möchte sie unbedingt wiedersehen. Was, Tagebuch, mein Liebes? Meine Tagebuchkollektion läuft wunderbar. Ich habe jetzt schon ungefähr 5. Dafür hat er ein einziges Tagebuch gekauft. Liebes Tagebuch, sie hat mich heute mit etwas Schönem überrascht. Ein paar Skizzen von einem Körper, den sie mir kreieren möchte. Eine Form, die meine wildesten Fantasien übersteigt. In einer Form, mit der ich mich endlich wie ich selber fühlen könnte. Nach allem gibt es keinen Weg, wie ich ein Star sein könnte, wie ich jetzt bin. Sorry, Bluki. Meine Träume können nicht mehr warten. Jo. Und das zeigt es uns. Nebster Bluk ist ein Geist und möchte unbedingt ein Mensch sein und erfüllt somit eigentlich die typischen Geisterklischees. Ja, das wär's dann mit dieser Folge. Damit hätten wir jetzt nur die Story hinter Metaton raus. In der nächsten Episode würden dann, denke ich, von dem Thronsaal aus oder so, ja auf jeden Fall von ganz oben da aus, von New Home, werden dann dort die Änderungen kommen. Aber das Gröbste und Wichtigste hätten wir damit schon überfasst. Ne, eine Person kommt noch. Die kommt sogar noch ganz am Ende des Spiels. Ja, sobald wir so weit zurückgebacktrackt sind, wie nur irgendwie möglich im Spiel, direkt zum Anfang, dort finden wir dann noch die letzte Person, mit der wir reden müssen. Um den Spielern Happy End zu geben. Zwar ein trauriges End, aber ein Happy End. Keine Ahnung, wie sich das mixen lässt. Ist auf jeden Fall so. Ja gut, aber der, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich schon alles ist, oder so, weil der Toby Fox hat auch gemeint, das wahre Ende habe noch niemand gesehen und
was war das nochmal? Ja, es war geändert, hat es noch niemand gesehen. Und das geht auch nicht, sagen wir, die Maschine nicht repariert, beziehungsweise und die Maschine ist nicht repariert oder sowas stand da drin. Hat er getwittert. So ähnlich war der Textinhalt. Ja, vom Inhalt her sollte sich das jetzt aber ungefähr überdecken. Das war die Message, denke ich. Und ja, Frisks Ziel im Petzerfest war es hier wirklich, jedem ein Happy End zu geben. Und dieses Ziel kann sie wirklich nicht erreichen. Oder eher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Frisk hört sich irgendwie weiblicher an. Ja gut, hier die im Spiel können auch Frisks Geschlecht nicht bestimmen. Frisks Geschlecht ist undetermined. Versteht ihr? Determined wie entschlossen oder unterschieden. Und ist nicht egal, ihr wisst ihn schon. Oder ihr versteht ihn schon. Ja. Jedenfalls und trotz an dem Anfang des Spiels sind wir wirklich die letzte Person und die einzigste Person, die kein Happy End bekommt. Aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die Person ihren Zweck in dem Spiel hier erfüllt, wenn sie kein Happy End bekommt. Ich denke, es ist schon so besser, wenn es nicht das absolute Happy End ist. Na gut, egal, gehen wir nach oben. So, hier sollten... Gehen wir nochmal hier durch, hier durch. Wir sind... Ah! Wir sind im Kreis gelaufen oder so ähnlich. So, dann... Ja, komm, hier können wir speichern, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir uns in der nächsten Episode mal an, wie sich das Happy End hier auf die anderen Leute im Untergrund ausgewirkt hat. Bis später, Leute. Ciao. Fail, ich hab... Ich hab jetzt den Screenshot gemacht, anstatt die Aufnahme zu beenden.